wir noch Parolen an die Wand, die keiner von uns damals so ganz genau verstand. Wir waren mit 20 keiner gegen, egal was das gerade war. Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die Wand. Das Leben kam oft anders und selten wie gedacht. Wir haben all die Kompromisse nie mit uns gemacht. Wir würden füreinander lügen, notfalls auch vor Gott. Wir haben nie drüber geredet, doch wir halten unser Wort. Leistungsträger haben wieder überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Also die sonst vorne weggehen, sind auch heute wieder vorne weggegangen. Die sonst hinten dran hängen, sind auch heute wieder hinten dran gehangen. Da muss ich fitnesstechnisch noch einiges verbessern. Ich glaube, Michael Biegler schreibt gerade die Trainingspläne, die die Jungs jetzt in den nächsten Wochen mit nach Hause nehmen werden. Naja, noch hat das nicht durchblicken lassen, aber ich glaube, der Junge ist heiß. Also. Ja, mehr braucht man nicht zu erzählen, aber ja, einige kamen aus dem Urlaub, aber ich glaube, dass wir alle unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir wollen uns natürlich nicht hier unfit präsentieren. Wir pumpen zwar alle schön, auch nach 10 Minuten oder nach 5 Minuten, aber wir haben Spaß an diesem Gaudi insgesamt und wir sind gerüstet und wir werden auch ungeschlagen, glaube ich, in die Geschichte eingehen. Toller Auftritt wieder. Wir haben ein paar von den Jungs mehr dabei gehabt, die wir am 6.9. brauchen. Die beiden Fußballer waren da. Wir konnten schon eine kleine Verwendung für ihn finden. Da sind noch Steigerungspotenzial, aber die werden wir dann am 6.9. abrufen. Das ist natürlich eine Ehrensache gegen Frank Buschmann, der übrigens in meiner Heimatstadt Basketball gespielt hat am Ende seiner Karriere. Und deswegen folge ich da Kretsche voll und ganz. Balltechnisch haben sich die Fußballer verbessert. Habe ich das gerade gesagt? Balltechnisch haben sich die Fußballer auch nicht verbessert. Also, wir haben noch Baustellen. Ja, wir haben ja gesehen, die deutsche Fußballnationalmannschaft, man muss mehrere Trainingslager machen, so, also periodisieren das Ganze. Und deshalb werden wir jetzt noch mal analysieren, was wir heute gemacht haben. Wir wollen uns keine Blöße geben. Der Gegner hatte mehr Qualität als das erste Spiel und trotzdem haben wir das Spiel sicher in den Händen gehalten und noch verdient gewonnen. Alles perfekt. Wir haben nur ein Problem. Wir treffen uns vor dem 6.9. nicht mehr, außer am 5.9. Okay. Also muss ich das in die Eigenverantwortung der Spieler legen, dass sie sich wirklich brachial darauf vorbereiten und sagen, wir wissen, was auf dem Spiel steht, wir geben unser Bestes. Danke.